das Ding tobt sich aus und frisst Roboter. Und niemand frisst meine Roboter. Du brauchst doch noch Ärmchen da unten. Das machen wir hier alles gleich. Oh, was ist das? 22 Türme. Achso, das ist wieder ein anderer Gegner. Da. Irgendwo. Splatter. Der Turm hier muss neu aufgebaut werden und er braucht unbedingt eine blaue Kiste mit Mist. Nicht mit Mist, mit Sniper Money. So. Gut, unten ist auch noch irgendwo ein Querulant. Da. Bauen einen neuen Drill. Dabei fange ich doch schon an, überall die Sniper-Türme automatisch mit Muni zu versetzen. Trotzdem klappt das alles nicht. So. Na gut, wir haben keine Aufträge hier unten, dass irgendwo irgendwelche Gebäude fehlen. Wird aber auch daran liegen, dass wir noch keine komplette Robo-Abdeckung haben. Weil wenn irgendwo außerhalb ein Gebäude zerstört wird, also außerhalb des gelb-grünlichen Radiuses hier, dann taucht keine Fehlermeldung auf. Das heißt, das eine blaue Ärmchen, was zerstört wurde, sollte repariert sein. Der Turm da steht schon, hat allerdings keine Muni. Du brauchst ebenfalls Muni. Und ich habe den Verdacht, dass eigentlich gar keine Munition zur Verfügung steht für die Roboter, um sie zu den ganzen Sniper-Türmen zu bringen. Und das ist momentan doch ziemlich wichtig. Deswegen gucke ich mal, was hier los ist. Das kill ich mal kurz. Ich will, dass alle roten Dinger hier drin landen, damit die Roboter was zum Transportieren haben. Und ich glaube, ich klaue mir sogar hier ein bisschen was von der Munition. Weil hier sind eh keine Sniper-Türme, die das bräuchten. So. Dann kommen hoffentlich gleich ein paar Roboter. Ja, und ich muss einmal Kupfer haulern. Das heißt, Projektbasis töten ist erstmal eingestampft. Ja, ich schmeiß die Muni hier oben wieder hin. So. Und mach jetzt was. Ich habe festgestellt, unten rechts fehlen Arme bei den Sniper-Türmen. Ich brauche allgemein mehr blaue und rote Kisten. Gelbe können auch nicht schaden. Dann hole ich einen Schwung Kupfer, um die Sniper-Munition-Produktion wieder sicherzustellen. Dann hole ich Essen und Trinken und Wasser. Was? Essen und Trinken und Luft. Wie viel haben wir davon? 50. Und setze ein neues Blueprint für Strom. Das ist der Plan. Bist du schon richtig eingestellt? Ja, bist du. Es kommt nur nichts. Kann es sein, dass ich die falsche Munitionsart angewählt habe? Ja, es ist die falsche Munitionsart. Bei jeder verdammten Kiste. Okay. Da kichert sich bestimmt gerade jemand ins Fäustchen, der da schon seit 10 Folgen hat sehen kommen. Da. Haben wir wenigstens ein paar richtig eingestellt? Nö. Okay. Hier noch irgendwo. Nee, hier sind nirgendwo Türme. Das ist nicht gut. Gerade das Ding hier sollte eigentlich auch verteidigt sein. Du warst der erste Turm, mit dem ich angefangen hatte. Ja. Okay, also ich laufe einmal unten rum. Verändere alle blauen Kisten zu den richtigen Munitionskisten. Hier müsste eh auch noch eine hin. Shift links. So. Hier, dann brauchen wir keine. Oh, die sind alle. Das erklärt den Drop in der Eisenversorgung. Okay, sind nicht komplett alle, aber das hier ist fast alle. Mach das mal da so hin. Gut. Da noch irgendwo eine Kiste? Nö. Da ist aber ein leeres Kupferfeld. Da sind noch Kisten. Dich einmal umschreiben. Dich kann ich nicht umschreiben, weil ich nicht nah genug rankomme. Geht da nicht rein. Geht daneben. So.
hatte ich hier in dem Ölgewusel, das ist irgendwo ein Turm. Kann ich nicht wirklich gut erkennen. Da sind Türme, das sind die falschen. Hier sollten noch Snipertürme hin. Ich darf die blauen Ärmchen unten bei den Snipertürmen nicht vergessen. Mach mal hier bitte das hin und tacke es fest und tu dich da hin, damit die roten Engines, wenn sie dann mal gebaut werden. Hier. Wenn die roten Engines mal gebaut werden, dass sie auch im System vorhanden sind. Du kriegst eine blaue Kiste? Blaue Kiste, sag ich. So, Shift links. Links. Shift links. Nein! Weg. Die da haben wir. Warum ist die höherstufige, höhertextstufige Munition ganz links? Müsste es nicht erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, vierte Stufe sein? Mi. Ach Gott. Shift rechts. So. Okay. Ich gehe jetzt nochmal alle Kisten durch, bis es dann einigermaßen abgesetzt ist. Währenddessen wollte ich auch noch Kupfer einmal holen. Das habe ich verplant. Das mache ich gleich unten. Dann reiße ich auch den Drill ab. Also den Drill, der ausgelaufen ist beim Kupfer. Hier ist. Und dann mache ich die Arme beim Vorbeilaufen. Hier waren die ganzen Türme. Du. Da kam ich nicht durch. Du. So. Mann. Da. Okay. Setz Blueprint. Einmal neu. Klaue Kupfer. Haben wir irgendwo einen Zwischenpuffer für Kupfer? Oder kann ich einfach hier nom machen? Ja, wir haben Zwischenpuffer. Alles leer machen. Das da mit gelben Kisten. Gut. Stahl. Gib Stahl. Sehr gut. Eisen hätte ich auch noch gerne. Auch wenn sich inzwischen nichts mehr puffert. Alles gleich weitergereicht. Genau, Kupfer wollte ich hier noch das Ding abreißen. So. Du bist durchgehend voll. Das heißt, du kriegst jetzt eine zweite Schmelze. Und ein Ärmchen, das rauslegt. So. Ihr arbeitet gar nicht, weil das durchgehend alles voll ist, richtig. Das heißt, ich mache die beiden Ärmchen einfach mal schneller. Und dann hoffe ich mal, dass trotzdem noch genug durchkommt und nicht irgendwann diese Kisten hier alles auffressen und wir kriegen keinen Kupfer mehr hier hinten an bei dem Draht. Das wird doof. Mehr als genug. Wow. Das ging schnell. Gleich noch einen davon hinsetzen. So, bitteschön. Haben die Türme jetzt zum ersten Mal irgendwo Munition bekommen? Nö. Es ist jetzt verdammt nochmal aber die richtige Munition, oder? 12,7 mal 99. Hier ist es auch andersrum. Achso, ich stelle schon die Tech 2 Munition her, ha? Huh? Dann habe ich jetzt gar keine Ausrede mehr. Mist. Ja. MG, das ist die richtige Munition. Ist hier Robo-Abdeckung? Nein, hier ist keine Robo-Abdeckung. Gut. Oder auch nicht. Tu das Ärmchen dahin. Leg das alles hier auf ein Fließband. Dann kommt es da in eine Kiste. Dann kommt es da aus der... Warum ist da ein Draht drin? Kommt es da aus der Kiste wieder raus.
läuft hier zurück. So, und dann nehmen wir mal ein langsames Ärmchen. Damit es sich hier auf jeden Fall staut und die Roboter was zum Abholen haben. Okay, ich hab's geschafft. Nach 10 Minuten hin und her laufen und falsche Sachen einstellen, habe ich es geschafft, alles jetzt mit Sniper-Munition zu versorgen. Also wahrscheinlich nicht alles. Irgendwo wird noch eine Kiste sein, die ich falsche eingestellt habe, aber ist mir jetzt egal. Hauptsache, wir haben schon ein bisschen was. So, du bekommst jetzt ganz viel Eisen. Kupfer. Du bekommst ein bisschen Eisen. Das wird verteilt. Okay, okay. Ärmchen unten wollte ich noch machen. Hier irgendwo. Hat. Achso, ich glaube ganz unten in der Ecke. Und da kommt gerade ein Angriff. Da dacke ich mal ein bisschen mit. Sammeln die sich? Machen wir einen Ausfall. Was bist du Großes? Das Große war was Neues, oder? Das war keiner von den Selbstsprengern. Das war keiner von diesen ganz kleinen Viechern. Es war kein Zergling, es war kein Hydralisk. Es war irgendwas anderes. Warum sind da Eierschalen, oder was ist das? Enemy base detected. Ja, okay. Ich glaube, hier sind die gespawnt. Können Könige rumlaufen? Also Königinnen rumlaufen und einfach irgendwo Eier legen für einen Angriff? Ha. Komisch, komisch. Aber ja, neuer Gegnertyp ist schon mal kein gutes Zeichen. Muss ich aufpassen. Eben gerade war es nur einer, aber wer weiß, was als nächstes kommt. Und wie viele? Das wird einer mit Muni versorgen. Sehr gut. Da fehlen noch mehr Ärmchen. Okay, eins. So. Wo ich gerade mal hier auf der Ecke bin, mach das auch nochmal zu. Das zu, das zu. Was fehlt jetzt noch gerade? Ich habe einen Grinder aufgehoben, den sollte ich eigentlich irgendwo beim Eisen benutzen. Du bist jetzt alle, ne? Ja. Irgendwo beim Eisen sollte ich den Grinder aufstellen. Hm. Ja, das kann ich machen. Du bist alle. Das heißt, ich mach mal... Puh, sind hier viele Kisten. Ja, mach mal hier Kisten. Hol mal das da raus, tu das da rein. Hol das da raus, tu das da rein. Mach dich weg, schmeiß hier den Grinder hin. Der keinen Strom hat, weil hier kein Netz ist. Richtige Höhe. So, und dann tust du das bitte von hier aus. Brauch viel mehr Fließbänder. Ich hab kein Eis. Wo sind Fließbänder? Da, aber die werden nicht eingelagert. Okay, Plan war, ich fange hier an zu grinden, das Eisenerz, und transportiere dann sowohl die Flakes von hier, als auch die ganzen Restposten, also diese 5 Kisten voll Eisenerz, von hier aus auf das Fließband, damit das hier unten schneller läuft alles. Dafür brauche ich aber erstmal selber Eisenplatten. So. Und Fließbänder. Und ich hätte gerne eine Abzwackung von diesen Fließbändern hier für den Eigenbedarf. Also mach mal ein grünes Ärmchen hier hin, dass es in eine rote Kiste legt. Und du nimmst bitte Fließbänder, aber nur wenn Fließbänder im Netzwerk kleiner sind als... 200. Gott. Also die drei sollten immer deine Fließbänder haben. Na, fast immer. Und wir haben einen kleinen Vorrat an den da. Okay. Das. Ah, Zahnräder haben wir hier. Gib mir Zahnräder. Dann müsste das auch einfacher sein, selber welche herzustellen, wenn ich es denn mal brauche. Gut, warum werden hier Batterien geklaut? Du klau mal bitte Batterien, wenn Batterien im Netzwerk kleiner sind als
200 und tue sie in eine rote Kiste erstmal dann. Ich weiß nicht, ob wir oben auch schon irgendwo eine rote Kiste hatten für Batterien. Und das war genau das, was ich nicht haben wollte. Ja, nee. So, irgendwo schießen Dinge. Hoffentlich mit der richtigen Muni jetzt. Du, genau das weg. Du, genau dahin. Jetzt habe ich Fließbänder. Mit den Fließbändern gehe ich jetzt nach oben, sorge dafür, dass das Eisenerz und die Flakes da hinten ankommen und dann mache ich erstmal eine Kaffeepause. Das war zu viel. Gerade das Rumgetüdel mit denen. Oh, hier ist auch falsch. So. Das Rumgetüdel mit der Munition war irre doof. Weil ich mich irre doof angestellt habe und ich schieb's auf den Kaffeemangel. So. Da, da, da. So, dreh dich dahin. Da. So. Okay. So, Untergrundbelt. Habe ich keins. Zwei Untergrundbelts. Nup, nup. So, die Hauptstraße ist nicht die Hauptstraße, sondern die Hauptstraße ist nur ein Anleger. Damit die Flakes zuerst unten ankommen. Und sich das hier oben ruhig stauen kann, weil das ist eine recht lange Strecke. Hier haben wir nicht so viel Stauraum, dann würde das Ding aufhören zu arbeiten. Das wäre doof. Gut. Also, genug Eisen müsste kommen. Und in der nächsten Folge versuche ich dann nochmal eine Basis zu knacken. Diesmal aber mit ein wenig weniger Distanz zwischen der Basis und der anderen Basis. Also unserer Basis und der Feindesbasis. Weil, ne, es war halt nicht so gut, wenn so viele auf einmal kommen und so richtig eine umschwärmen und man kommt nicht weg und Dinge explodieren und tot. Also bis gleich.